Innovationen beginnen in den Köpfen. Innovationen bedeuten höhere Produktivität, reduzierte Kosten und gesteigerte Energieeffizienz. Der bionische Muskel von Festu ermöglicht nahezu menschliche Bewegungen. Er erlaubt Visionen neuartiger Roboter, durchbricht konventionelle Denkmuster und eröffnet völlig neue Wege für die Produktkonstruktion von morgen. Das Bionic Learning Network ist Teil der Aus- und Weiterbildung von Festo. Gemeinsam mit Hochschulen und Instituten fördert Festo heute Ideen, die über das Kerngeschäft der Automatisierung hinausreichen und innovative Anwendungen für morgen ermöglichen. Der Aquaray, ein wasserhydraulisch betriebener Fisch, ein eleganter Unterwasserflieger, der zeigt, welche Optionen in der Nachahmung biologischer Prinzipien stecken. Mit seiner strömungsoptimierten Form gelingt ihm ein maximaler Vortrieb bei minimalem Energieverbrauch. Doch mit den Ansprüchen wachsen die Herausforderungen. Quallen, die mehr als 500 Millionen Jahre alten Überlebenskünstler, faszinieren noch heute. Mit der hochauflösenden Röntgenkamera des Instituts für Zoologie der Universität Jena galt es, die Bewegungsabläufe der Qualle zu analysieren und in eine technische Version zu überführen, den Aquajelly. Der Aquajelly, eine künstliche Qualle mit elektrischem Antrieb und 8 Tentakeln für den Vortrieb. Die Steuerung erfolgt durch Gewichtsverlagerung. Doch es ging längst nicht nur um den Antrieb. Ausgestattet mit einer intelligenten adaptiven Mechanik, integrierten Licht-, Druck- und Funksensoren, kommunizieren die künstlichen Quallen miteinander und verhalten sich wie im Schwarm. Sie koordinieren autonom ihre Bewegungen im Raum und die Reihenfolge des Andockens an der Ladestation. Dies eröffnet neue Perspektiven für die Automatisierungstechnik. So könnten in Zukunft auch viele Roboter und Maschinen in den Fabrikhallen miteinander kommunizieren und als intelligente, autonome Systeme gemeinsam Probleme lösen. Von der Natur lernen und sich damit in neue Sphären der Automatisierungstechnik treiben lassen. Festo. Innovationen beginnen im Kopf.